Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, wir möchten jetzt endlich zu dem Industrie-TNT kommen, das ich jetzt schon mal hier habe. Dafür brauchen wir noch Nitration-Mixtur. Und ich habe mir mal gedacht, schauen wir doch mal ins Buch, ob ich da irgendwie hinkomme. Und ich sehe schon Ammonia. Das ist genau das, was wir brauchen. Die Hydrogenzellen und die Nitrogenzellen, ja, das, was wir hinten bekommen. Das habe ich mir jetzt mal organisiert. So, und jetzt muss ich mal schauen. Das brauchen wir im Chemical Reactor. Dafür braucht man HV. Den habe ich ja Gott sei Dank schon aufgestellt, sonst wäre die Quest nicht offen. Und dafür brauchen wir jetzt 3 Hydrogenzellen und Nitro. Das ist sehr gut. Dann machen wir das auch so. Apropos, ich hätte vielleicht noch einen Tank mitnehmen sollen. Einmal Tänkchen. Und dann kommst du oben drauf. Du bist auf Import. Na komm. Nitrogen. So, brauche ich sonst noch was? Irgendwelche Circuits? Nein, ich brauche jetzt einfach nur noch 3 und dann habe ich Ammonia. Okay, hau mal rein. So, wir schauen mal, wie es der Batterie geht. Der geht hervorragend bis jetzt. Dann lassen wir das mal ein bisschen laufen. So, und wie viel brauche ich? Jetzt brauche ich 26 Ammoniazellen. Okay. So, dann, das ist dann Nitrikoxid, genau, das ist das, wo wir jetzt dann hinwollen, hin müssen. Was haben wir denn noch alles hier Schönes? Silikon, Rubber, kann ich nicht aussprechen. Synthetischer Gummi, Teflon. Da oben haben wir Phosphorus, Dopt, Monokristallin, Silikon. Gott, das habe ich fast fehlerfrei ausgesprochen. Was ich will. LV-Mikroprozessoren. Simple SoC System on a Chip. Better Magnetic Rods. Mixer. Ja, und da wollen wir ja hin. Das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen zum Mond. Playing with Dust Advanced Autoclave 2. So, 5000 haben wir schon. Ja, sobald die jetzt komplett draußen sind, die 4000, na, da können wir das Ding ja umdrehen. Na, da stellen wir die Pumpe auf Export und dann ist alles da oben wieder drin. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal das. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass mir das nicht reichen wird. Das würde mich wundern, wenn es reichen würde. Aber ich möchte gerne, wenn es geht, heute da den ersten herstellen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Chemical Reactor HV. Schauen wir mal, ob wir den schon haben. Ja, ja klar. Ich bin ja gerade drin. Okay, das heißt, ich brauche dann davon Tolun. Nitration Mixtur. Ja, aber die Nitration Mixtur, die muss ich jetzt dann machen im Mixer. Das heißt, ich brauche jetzt Nitric Acid Zellen. Und Sulfuric Acid. Nitric Acid? Ja, nee, da warte ich jetzt, bis die Quest abgeschlossen ist, weil das ist Nitric Oxid. Ich hoffe, dass die Questline dahin geht. Nicht, dass ich mir jetzt gerade Illusionen mache. Aber Ammonia brauche ich auch dafür, das weiß ich. So, okay, dann gehen wir jetzt mal rein.
Oh, schaut mal, ich habe mehrere Pumpen. Ah, ich habe da auch eine. So, dann schauen wir mal. Was? Du bist die Top-Pumpe. Ich möchte bitte exportieren. Hervorragend. Und wir haben Ammonia heraus. So, wie viel haben wir gesagt, brauchen wir für die Quest? 26. Machen wir mal alles rein. Und den lassen wir jetzt mal in aller Ruhe laufen. So, mit Ammoniazellen und einem Chemical Reactor kann ich was machen? Ammoniumchlorid. Nitrigoxid. Das war doch das, was der gerade angezeigt hat, ne? Was die nächste Quest ist. Richtig? Das heißt, ich brauche Oxy dann jetzt noch. Brauche ich richtig viel. Okay. Und was kann ich dann aus dir machen? Ja, toll. Ich kann dich wieder spalten zu dem, was ich gerade hatte. Nitrigoxid? Nee, und nochmal Oxid. Dann habe ich Nitrogendioxid. Selbe in Blau. Da spalte ich es wieder. Ja. Bin verwirrt. Oh, 29 Hammer. Du schaffst es. So, habe ich jetzt einen übrig? Konnte er wieder nicht zählen? Ach nee. Ich konnte wieder meine Zellen nicht richtig reinschmeißen. Okay. Da haben wir schon mal unsere leeren Zellen. Wir sind bei 21. Wie lange brauchst du? 16 Sekunden. Ich will jetzt mal sehen, wie viel das überhaupt rauskriegt, weil das sind ja eigentlich, das sind jetzt 1000 und 1000. Wie viel kriege ich da raus? 1000. Okay. Das heißt, die Massen müssen mehr verdichtet sein. Ich bin kein Chemiker. Keine Ahnung. Sonst hätte ich auch die Wörter besser aussprechen können, wenn ich es könnte. Das ist zwar sehr interessant. Jetzt werden einige sagen, was? Nein? Doch, ist interessant. Dass man so alles da rumspielen könnte, wenn man es verstehen würde. So, Ammoniazellen haben wir gleich. In den nächsten Sekunden. I hope. Jawohl, 26. Dingeling. Das will ich momentan noch nicht abgeben. Nitrogendioxid. Das ist das, was ich Nitration-Mixtur. Ach komm, wir machen jetzt einfach mal die Quest da entlang. Das heißt, ich brauche jetzt Ammoniazellen und 60 Oxy. Ja. Ich lege mich mal schnell in meinen Schlafsack. Betten. Betten brauchen wir hier nicht. Feldbetten. Kann man schnell auf- und abbauen. Ja, wobei. Wenn die Dinger immer noch so sind wie früher.
ungefähr so, wie wenn man Liegestühle aufbaut. Da gibt es schöne Videos drüber. Kriegt man nicht hin? Nein. So, wie weit haben wir Oxy? Ist der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Oxygen. Ja, der zweite Tank ist noch nicht voll. Aber der da vorne ist halt mal schon wieder voll. Aber es würde jetzt gehen, dass man alles, was drüber ist, sozusagen rausschmeißt. Aber wir haben ja was vor. Wir wollen ja hier sozusagen eine Linie nach vorne ziehen und das sauber machen und das, was dann sozusagen Overfloating ist, dass das dann sozusagen in Energie umgesetzt wird. Wo ist der Aufzug da? Wisst ihr, wie schwer das ist, wenn man sozusagen ein Pack hätte, wo man nichts voiden kann, sondern dass man es wirklich ja mit Kraft zerstören kann, muss. Das wäre gemein, ne? Da hätte man dann irgendwann Fässer, die dann sowas von überquillen. Aber es würde auch, und das ist ja auch das, es würde nicht so viele Erdfässer geben, weil das da sozusagen der Mutterboden, der wo ja oben ist, ja, wo ja alles Mögliche drin rumfleucht und kreucht, der ist nicht so. Nicht so rar, wie einige denken. Rar, Schmarri. Der ist nicht so üppig, wie einige denken. Ja, das sieht man ja, ne? Wenn da die Boden austrocknen, ne, dann wird es ganz schnell zu Art Sand. Wenn ich jetzt nichts falsch sage, ich hoffe. So, das heißt, ich brauche jetzt 2500 Oxy. Und da brauche ich den Circuit Nummer 2. Nein. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das war falsch. Okay, aber die 60 Zellen haben wir schon mal. Und jetzt haben wir Wasser übrig. Ah, okay. Beim Einser kommt Wasser raus. Beim Zweier nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts verkassermaduddelt habe. Es geht schneller rüber, als der auffüllt. Naja, man sollte dann nicht klicken, man sollte dann wirklich zwei auswählen. Aber ich sehe halt Nitrikoxidzelle und das ist auch das, was wir brauchen. Schauen wir doch mal. Mit Circuit Nummer 1. Nee. 1. 2.500. 1.500. 1, 2.500. Nur das. Dann müssten wir es ja fast so machen, ne? Klar, wenn man jetzt kein Wasser will, ne? Aber da sind wir wieder beim selben Thema wie gerade. Wie viel brauche ich? 24.
Danke fürs Gespräch. Okay, dann geht es jetzt weiter zu Nitrogendioxid. Das heißt, wir brauchen mal wieder Oxy, 24 und Nitrig. So, wir machen mal den schnellen Gang. Damit wir es auch noch alles in die Folge reinkriegen. So, 24. Genau, Hammer. Large. Oxy plus 1. Nitrogendioxid. Halt, Zelle. Nitrig. Oxy. Okay, und 11. Moment. Zu schnell geklickt. Das ist das, was ich bei 1.12 Packs vermisst, dass das nicht geht. Okay, das ist egal. Aber ich brauche Circuit Nummer 11. Ab in die Werkstatt. Wir klicken drauf. Ammoniazellen übrig. Erstmal da rein. Oh, und es wurde umgedreht. Darum. Oh, und es ist was Neues dazugekommen. 11. Also ganz habe ich noch nicht alles rausgefunden, was Neues. Also wir hauen wieder Oxy rein. Und hauen dich rein. Schauen wir schnell, ob ich irgendwo einen Wassertank habe. Poly, ja. Hab ich. Danke. Wie gesagt, wäre auch heftig, wenn es halt auch noch den Unterschied zwischen Salzwasser und Süßwasser geben würde, ne? Weil in Flüssen ist Süßwasser. Klar, weil das halt das Regenwasser und so weiter ist und die ja, doch, ist Regenwasser, was vom Schnee, was halt von den Gletscher kommt. Ja, was halt so in die Flüsse wandert und das geht ja ins Meer und da ist ja das Salz drin. Hat auch was irgendwas mit Chemie zu tun. Wieder was, wo ich nicht mitreden kann. Ja, so, wir haben das nächste und jetzt haben wir Nitrit Acid. Und dafür brauche ich 12 Wasser, 12 Oxy. Nitrit Acid. Nitrit Acid Zelle. Schelle vor allem. Da. Brauche Nitrogendioxidzelle und Wasser. Aber was brauche ich? Oxy? Nitric acid can made out of water, Oxy and Nitrogendioxid. Bin ich blind? Doof? Kommt raus, aber nicht rein. Achso, es kommt Oxid raus. Aber hey, ich verstehe das gerade immer noch nicht. Wasser, Oxy, Nitro. Wasser, leer. Nitro.
Ja. Ah. Oxy, Wasser, Nitro. Wasser, MT 3000, 2000. Das hört sich doch schon viel besser an. Also das heißt, ich brauche jetzt 12, 12. Also ab wieder in die, genau, ab in die Werkstatt, da wo ich noch nicht war. 12 und 12, aber brauchst du trotzdem Wasser. Chemiewerk, da wollte ich eigentlich hin. Mal wieder Oxy holen. Dankeschön. Ab in die Werkstatt. So, und dann raus. Und jetzt schauen wir nochmal. Das bist du. Und das ist das Rezept. Dafür braucht man keinen Circuit. Also das heißt, ich brauche, beziehungsweise ich will das da. Das heißt, ich muss jetzt Wasser hier rein schütten. Dich dahin, dich dahin. Niedrig. Asset. Davon brauche ich 24. Die Zellen habe ich jetzt. Ist überhaupt nicht kompliziert, ein bisschen herzustellen, ne? Gar nicht. Aber wir haben sie. Wir haben die nächste Quest fertig. Sam. Some High-Tier Materials. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt da richtig bin, zur Richtung Tulun. Nee, Tulun. Moment. Haben wir hier irgendwo oben fliegen? Da. So, Tulun und genau, wir brauchen Industrie-TNT. Nitration-Mixtur. Für Nitration-Mixtur brauche ich Nitric Acid. Habe ich? Okay, da gibt es noch keine Quest für. Außer, das ist auch hier irgendwo dabei. So, ja, Nitric Acid und Sulfuric Acid. Und das brauche ich 1 zu 1 im Mixer. Reicht mir da LV? Schaut so aus. Okay. Was war das jetzt? Nitric Sulfuric Acid. Ab ins Chemiewerk. War das nicht der Orange da? Nein, der ist leer. Mit meinem Glück ist der jetzt auch leer. Nein, ist er nicht. Sulfuric Acid. Das bist du. Ich brauche da bitte mal 24. Vielen Dank. Doch schön. Es geht voran. Und das ziemlich fix. Also für das, was wir jetzt gerade alles machen mussten. Hühnchen. So, dann gehst du mal raus. Dann gehst du mal raus.
Jetzt hoffe ich, dass der trotzdem arbeitet. Auch wenn da unten Wasser drin ist. So, dich und dich und der Einser. So, dich und dich. Und da arbeitet was. Ist das nicht schön? So, du brauchst jetzt wie lang? Nitration Mixture Cell. So, und ich schaue jetzt mal lieber nach. Nitration Mixture. Ah, Multiblock Goals. ITNT. Da sind wir daheim. 256. Oh Gott. Toulon brauche ich 18. Tata, tata, tata. Die habe ich natürlich nicht. Oh Gott. Ja, okay, aber ich könnte die Nitration Mixture kriege ich auf jeden Fall hin. Aber die Chalet Toulon kriege ich nicht hin. Und wenn ich die jetzt natürlich anfange, in das Industrie-TNT umzuarbeiten, oh Mann. So, wofür brauche ich Toulon? Toulon war doch, hier drin. Advanced Distillery. Das ist falsche. 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 Genau, Wood Tar. Das heißt, ich brauche noch Tonnen von Tonnen von Tonnen von Tonnen. Von da hinten. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich hoffe, ich habe ja schon mal 14. Ich brauche nur 13. Beziehungsweise ich habe sogar noch mehr. Ne? Für eine Industrie-TNT brauche ich einen Chemical. Mit Circuit 1. Ja, 182 Stück hätte ich. So, dann habe ich gesagt, was brauche ich jetzt dafür? Davon brauche ich 4, davon brauche ich 200 und ich brauche eine Circuit Nummer 1. Also, da kommt eine Zelle rein. Und da kommen 4 rein. Und ich habe meinen ersten Industrie-TNT. Ist das nicht schön? Ja, ist fast traurig. Okay, das heißt jetzt also, ich darf jetzt dann mich im Wing AFK. Oder nicht AFK, weil sonst bin ich tot. Da hinten hinstellen. Und massenhaft Wood-Tar erzeugen. Um 18 Toulon-Zellen herzustellen. Ich krieg aus 220 Liter raus. Ja. Polyethylenpulp. Moment. Aus Zucker und Polyethylenpulp und 1170 Toulon
Bekomme ich 18? Und da kriege ich aus 100, das heißt, ich kriege da 10. Und da kriege ich 8 mehr raus. Okay, ich brauche halt Polyethylen. Aber Poly haben wir ja, oder bin ich jetzt gerade auf dem falschen Dampfer? Polyethylenbar. Also mit ein bisschen Plastik kriege ich mehr. Klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Apropos zu schön, um wahr zu sein. Gib mir mal da ein bisschen Speichelsteinchen. Dankeschön. Ich möchte mal gerne, ohne hier, dass ich Hupfbohle spielen muss, wenigstens einen kleinen Weg haben, dass ich da in dieses Gebäude reinkomme. So. Okay, die Zombies kommen auch außen rum. Na, 3000 Holz habe ich schon wieder da. Input Bus. Jawohl, er läuft. Ich weiß nur eins, ich kriege hier Kohle raus bis zum Abfallen. Aber ich glaube, man kann Kohle auch dann zu dem Zeug verarbeiten. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Muss gleich nochmal gucken, wenn die erste Fuhre durch ist. Zwei Drittel gleich erledigt. Aber Charcoal haben wir 20 Stück. So, was kann ich aus Charcoal alles machen? CO2-Gas, ja genau. Das ist das böse Zeug. Carbonmonoxid? Dried Earth? Segmel, Dust, Compressed, nochmal Dust, Butter. Genau, und dann bekommt man im Fluid Extractor bekommt man nämlich nochmal Wood Tar raus. Ja, und somit habe ich zwei Quellen, wo ich Wood Tar rausbekomme. Hab ich doch gewusst. Das heißt nämlich, das da sind zwei Stück. Und das ein bisschen mehr. Ja, aber ich kriege auch ein bisschen von der Kohle weg. Weil, bist du jetzt ausgegangen? Oder brauchst du noch was? Achso, du brauchst noch was, ne? Pyrolyse, du brauchst noch Wood Tar? Nö. Rainforest Oak. Okay, und okay, alles klar, und Nitro. Geh dann mal schnell noch mal ins Chemiewerk. Okay. Nitro, Nitro, Nitro. Nitro müsste ich doch auch unten haben, ne? Das Rote.
Gib mir mal davon ein Stack. Danke. So, die Kokerei. Ich muss da auch mal einen vernünftigen Aufbau machen, dass ich das nicht mehr, dass ich da nicht mehr hinterhüpfen muss. Könnten wir auch mal bauen. Ja, sozusagen da einen Tank hinbauen und einen Drawer hinbauen und dann mit den Pipes dahergehen. Das müsste ja wohl so machen sein. Genau. Aber nicht mehr in der Folge, weil zeitlich sind wir noch nicht drüber, aber mal in der Zeitschiene, wo ich sein möchte. Genau. Und ich werde jetzt da ein bisschen was durchhauen und dann können wir hoffentlich in der nächsten Folge dann das restliche Industrie-TNT herstellen, damit wir auch die Quest abschließen. Für Fragen und Anregungen haut mir noch einen Kommentar in die Kommentare, da wo sie hin können. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.